Ein großes Anliegen ist es mir auch mal zu betonen, dass das bei mir nicht auch, wie du vielleicht glauben könntest, so, ich habe mich entschieden, ich höre auf zu rauchen und dann rauche ich nicht mehr. Nein, überhaupt nicht. Es war eine Katastrophe. Ich habe 1000 Versuche gemacht, bis ich es endlich geschafft habe. Also du musst es so vorstellen. Als Jugendlicher habe ich begonnen, so mit 13, 14 sporadisch zu rauchen. Mit 15 habe ich dann schon regelmäßig geraucht. Und die ersten 10 Jahre, sagen wir mal bis Mitte 20, habe ich bei jeder Gelegenheit geraucht und auch quasi gern geraucht. Und es hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Und dann, mit Mitte 20, habe ich gespürt, boah, das geht so nicht mehr weiter. Das wird mir noch Schaden zufügen. Ich habe gespürt, boah, ich kriege schlecht Luft und wenn ich mich anstrenge, kriege ich Kopfschmerzen. Grausigen Geschmack im Mund und schlechtes Gewissen und Magenschmerzen und kalte Hände und. Also es waren viele Anzeichen, wo ich gespürt habe, boah, so kann es nicht mehr weitergehen. Und dann habe ich versucht, zu beginnen aufzuhören. Und ich sagte, 1000 Versuche gestartet und bin immer wieder kläglich gescheitert. Alles Mögliche, Seminare, Kurse, Tag X aufhören, alles. Und habe wirklich 15 Jahre lang mit mir gekämpft. Und eine Katastrophe. Bis ich es endlich 2007 dann geschafft habe, nachhaltig und jetzt 10 Jahre Nichtraucher bringt glücklicher. Und ich kann nur sagen, wenn du hier teilnimmst an meinen Kursen, dann profitierst du von all diesen Erfahrungen. Denn ich spare nichts aus und ich weiß, was du da durchmachst. Ich habe es viele Jahre probiert, ich habe alles durch und es ist mir eine Riesenfreude und ein Anliegen, dich an meinen Erkenntnissen teilhaben zu lassen, sodass es dir leichter fällt. Also sei willkommen bei meinen Kursen. Ich freue mich, dass du da bist. Danke vorweg für dein Vertrauen und auf bald. Tobias Konrad.